Willkommen zu einer neuen Folge Ramses Kitchen und wir haben wieder was ganz Besonderes für euch vorbereitet, denn heute wollen wir Senf testen, genau, und zwar von Kühne und nicht irgendein Senf, sondern mittelscharfen Senf von Kühne, fein, würzig, natürlich, ohne Zusätze in dieser kleinen süßen Flasche. Als nächstes haben wir dann den Hotdog Mustard, cremig, milder Senf. Hier ist auch Imbiss Brongo auf der Flasche drauf, also wer den nicht kennt, ne, King Orgasmus One bei Kühne, wusste gar nicht, dass die ein Feature zusammen haben. Auf jeden Fall den Hotdog Mustard von Kühne mit gelbem Deckel, der andere hatte ja den grünen Deckel. Und als letztes haben wir noch den Habanero Chili Mustard, feurig, scharfer Senf, ihr seht hier schon, da brennt ja gleich alles weg, wieder mal der Imbiss Brongo dabei, roter Deckel, rote Schrift, der sieht gefährlich aus. Und mit was testet man am besten? Hier steht auch nochmal, bitte kräftig schütteln. Ne? Mit was testet man am besten Senf? Natürlich mit Hotdogs. Die haben wir auch vorbereitet. Jetzt wollen wir euch aber erst nochmal hier den Senf zeigen. Drei Tuben Senf, wunderbar. Hier haben wir auch gleich Hotdogs vorbereitet, die sahen eben noch besser aus. Damit ihr nicht seht, dass das die Billig-Hotdogs sind, habe ich extra noch ein paar Röstzwiebeln drauf. Eben ist mir aber der Teller umgefallen und die ganzen Röstzwiebeln sind von den Hotdogs runtergefallen. Jetzt musste ich die zusammenkehren und musste sie wieder draufstreuen. Sieht aber nicht mehr so gut aus wie davor. Wir testen also dreimal Senf mit dreimal Hotdog. Jeder Hotdog bekommt eine andere Senfnote. Wir fangen natürlich an mit dem kleinen, mit dem mittelscharfen Senf, dem grünen. Kräftig schütteln nicht vergessen. Das kennt ihr ja von zu Hause, ne? Von wo auch sonst. So, ich bin mal gespannt. Wir drehen das mal auf. Da ist bestimmt noch so ein, ja genau, da ist immer noch so eine Folie drauf. Die hätte man, toll, jetzt mache ich das auf und der ganze Senf kommt schon hinterher. Die hätte man theoretisch vorher schon ablösen können, wenn man das Video vorbereitet. Habe ich aber nicht. Wir können ja mal von der Folie jetzt den Senf abschlotzen. Haben wir nämlich einmal den natürlichen Geschmack und dann den Geschmack auf dem Hotdog dabei. Ist angenehm, kann ich jetzt schon sagen. Eine angenehme Schärfe, auch schön cremig. Schmeckt also eigentlich ganz gut. Wir packen den aber mal hier auf den ersten Hotdog. So, normalerweise mache ich da auch immer noch so Tabasco mit drauf oder Chili-Soße, alles mögliche. Jetzt habe ich die Hälfte daneben geschossen. Geht auf jeden Fall komisch raus, weil die Flasche die ganze Zeit pupst. Das ist also der erste mit Hotdog. Hier fällt schon alles runter. Wir probieren den aber mal, wie der schmeckt in Kombination mit Hotdog, mit Würstchen, mit Käse und Röstzwiebeln. Boah, natürlich kommen die Röstzwiebeln wieder durch. Röstzwiebeln, das Beste, was es gibt. Das mache ich mittlerweile auf alles drauf, was ich esse. Früher ist mal so ein Marmeladenbrot gemacht mit Röstzwiebeln, wer kennt das nicht. Schmeckt aber richtig gut. Wüsste ich gar nicht, da braucht man eigentlich gar nichts mehr testen. Ich habe einen guten Senf gefunden, ne? Den nehmen wir so mit, den unterstreichen wir so, wie er ist. Kühne, mittelscharfer Senf, fein würzig. Habe ich übrigens aus dem Netto, da standen die drei nämlich da rum, am Seitenregal. Trotzdem müssen wir jetzt den Hotdog-Senf austesten. Mal gucken, ob der noch besser zum Hotdog passt. Achso, wir haben gar nicht geschüttelt. Wir müssen die Kuppe wieder draufpacken und dann erstmal kräftig schütteln. Theoretisch kann man auch ohne Kuppe schütteln, da das ja eh zu ist, ne? So, einmal geschüttelt, aufgemacht. Ich hoffe, hier quillt auch gleich alles oben raus. Nee, leider nicht. Da bleibt einfach alles drin, warum auch immer. Aber wir können ja mal drücken und können mal ganz beherzt mit dem Finger rausziehen. Und so einfach nur kurz probieren.
Schmeckt ein bisschen säuerlicher als der erste. Ist auch nicht wirklich scharf. Also ich finde, gerade von der Schärfe hat der erste viel besser geschmeckt. Der wirkt halt leicht süßlich auch, süßlich-säuerlich. Soll vielleicht so sein, weil die meisten Leute ja nicht so scharf essen und auf Hotdog. Das soll euch ja nicht gleich die Fresse brennen. Das soll ja eher eine cremige Senfnote mit ein bisschen süßlichem Geschmack drauf sein. Ist also was anderes als normaler Senf, aber steht ja auch Hotdog-Senf drauf. So, wir nehmen uns trotzdem mal den Hotdog. Machen die jetzt drauf. Ich hoffe, der pupst nicht wieder die ganze Zeit. Der Hotdog-Senf von Kühne. Okay, der pupst auch wieder. Aber nicht so sehr. Nach Anbruch kühl lagern. Tja. Oder austrinken. Kann man natürlich auch. Jetzt den zweiten. Den Hotdog-Senf mit Hotdog und Röstzwiebeln. Oh. Das fällt mir noch fast verschluckt. Jetzt kriege ich auch an der Tür. Ich mach mal kurz auf. Und dann testen wir noch den dritten. So, Tür ist abgecheckt, ist geregelt. Habe ich eben beim Abbeißen einfach noch die halben Röstzwiebeln in die Lunge bekommen. Deswegen musste ich dann husten und der ganze Hotdog ist durch die Gegend geflogen. Muss ich ehrlich sagen, ich glaube, der Hotdog-Senf passt aber trotzdem besser zum Hotdog als der erste. Dafür ist er ja auch konzipiert, deswegen heißt er auch Hotdog-Senf. Aber generell, wenn ihr einfach so Senf wollt für irgendwas dazu, finde ich, ist der normale Senf besser als der Hotdog-Senf. Aber speziell für den Hotdog könnt ihr den ruhig nehmen. Den ersten, ja, der schmeckt als Senf zwar gut, aber den hätte ich jetzt nicht auf Hotdog gegessen. Ich mache mir auf Hotdog in letzter Zeit immer so Senf-Ketchup als Gemisch und ja eben noch dann so scharfe Chili-Soße drauf und rühre das alles rum. Aber dieser blanke Senf einfach nur auf den Hotdog, der passt meiner Meinung nach nicht so gut dazu. Das ist ja kein blanker, das ist ja auch eine Pampe zusammengemischt, extra rumgerührt, süßlich gehalten. Aber wir haben natürlich noch den Habanero Chili Mustard, feurig scharf. Dann müssen wir aber auch wieder, achso, wir haben wieder vergessen zu schütteln, müssen wir auch wieder die Kappe abmachen, also die Folie, aber erstmal schütteln. Und ihr könnt ja alles kombinieren, wie ihr möchtet. Ihr könnt ja, selbst wenn ihr den normalen Senf drauf habt und das nichts ist, trotzdem hinterher noch irgendwie Tabasco oder Chili oder irgendwas draufknallen. Also man kann auf jeden Fall alles essen, nichts muss da weg. Das sieht gut aus. Der kommt nämlich wieder ein Stück raus. Der sieht auch richtig rötlich aus. Die anderen schön gelb, der eher schon fast orange. Wir drücken mal wieder, probieren mal eine feine Note. Gut, der schmeckt ein bisschen muffig und scharf. Aber ich finde jetzt nicht, dass der so viel schärfer ist als der normale mittelscharfe Senf. Also rein vom Geschmack würde ich sogar sagen, dass der mittelscharfe Senf besser ist, unscharf. Und der Habanero sieht zwar anders aus, aber gefühlt sind die eigentlich gleich scharf. Merke ich jetzt nichts, dass der sonderlich schärfer ist. Sieht aber trotzdem cool aus, wenn er so rumsteht, weil die meisten trauen sich da nicht ran. Und dann habt ihr den für euch alleine, während bei dem ersten einfach jeder zugreift und alles rausschlotzt. So, jetzt machen wir aber den dritten noch auf, packen den wieder hier auf den Hotdog, gucken mal, wie der auf dem Hotdog schmeckt. Vielleicht passt er aber trotzdem besser dazu, durch den muffigen Geschmack und nicht den normalen Senfgeschmack. So sieht's aus. Also, wieso sind da jetzt überall Haare dran? Adi, warst du wieder an den Hotdogs? Passt ein bisschen besser dazu als der normale Senf, warum auch immer.
Aber so scharf ist der wirklich nicht. Und ich würde euch empfehlen, wirklich zu Hotdogs, nehmt den Hotdog-Senf oder bastelt euch irgendeine eigene Kreation da drauf. Es gibt ja auch extra so Hotdog-Sauce und Hamburger-Sauce oder kauft dieses Senf-Ketchup-Gemisch, was es auch schon gibt, oder mischt euch selber was. Und ich glaube, dafür, dass das so kleine Tübchen sind, sind die trotzdem teuer, weil das wieder so der ganze Look und die Aufmachung. Ihr bezahlt dann hier den King Orgasmus One auf der Packung, den Imbiss Brongo. Also wie gesagt, von den ganzen Senfs, glaube ich, trotzdem ist der normale immer noch der beste, wenn man wirklich nur direkt nach dem Senf geht. Zu den Hotdogs passt der Hotdog-Senf. Der Habanero enttäuscht ein bisschen, weil der einfach nicht schärfer ist als der normale, mittelscharfe, meiner Meinung nach. Vielleicht habt ihr ein anderes Geschmacksempfinden. Schreibt es mal in die Kommentare, wenn ihr die auch kennt. Vielleicht habt ihr die drei Sorten auch mal probiert oder wollt sie noch probieren. Das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses.